Hallo, hier ist Cinema-Redakteur Ralf Blau und ich möchte Ihnen jetzt den Film La Belle Saison vorstellen. Der Film spielt in Frankreich Anfang der 70er Jahre. Hauptfigur ist eine junge Frau, Delphine, die lebt mit ihren Eltern auf dem Land, auf einem Bauernhof und möchte sich so ein bisschen emanzipieren und beschließt, nach Paris zu gehen. Dort trifft sie auf eine junge Frau, Carole, gespielt von der wunderbaren Cécile de France, eine Spanischlehrerin, die so sich um Frauenrechte sehr engagiert. Der Film spielt ja Anfang der 70er, also in einer sehr politisch sehr bewegten Zeit. Es entwickelt sich zwischen den beiden eine sehr romantische und intensive Liebesbeziehung. Das funktioniert so lange gut, solange die beiden in Paris sind. Dann muss Delphine aber zurück, weil ihr Vater einen Schlaganfall hat. Und dann wird es natürlich schwierig, weil sie diese lesbische Beziehung mit ihrem Leben auf diesem Bauernhof in Einklang bringen muss. Dieser Film ist hinreißend, unglaublich sinnlich. Die beiden Frauen spielen das wirklich sehr unerschrocken, sehr furchtlos und sehr direkt. Und ein ganz, ganz schöner Sommerfilm, eine wunderbare Liebesgeschichte, ein tolles Ende. Also Sie sehen, ich komme ins Schwärmen. Dieser Film ist wirklich, wirklich herausragend.